langweilige Interviews und so. Wollt ihr nicht. Wollen wir nicht. Und deswegen haben wir wieder was vorbereitet. Du freust dich? Ich freue mich. Hast du schon Angst? Nö, ich vertraue dir da. Bisher war eigentlich immer alles ganz fesselig. Freunde, es geht wieder los. Smaragdgrün mit Janis Niewöhner. Wie geht es dir? Ja, mir geht es gut, ne? Ich habe Grund zur Freude, weil wir den dritten Teil heute nochmal zeigen und die nächsten zwei Wochen auch nochmal präsentieren dürfen, was ja immer sehr spannend ist, weil man da sieht, wie alle drauf reagieren und wie die alle unterschiedlich diesen Teil wahrscheinlich annehmen werden auch. Aber hoffentlich gut. Mir geht's gut. Aber bist du nicht ein bisschen traurig, weil ich meine, der dritte Teil heißt ja quasi, das war's, ne? Ja, absolut, das war's und das macht auch traurig. Aber es ist auch gut, aber es macht auch traurig. Also man ist schon ein bisschen wehmütig natürlich und gerade jetzt, wo wir nochmal gesehen haben, man hat es immer so abgetan, ja, es muss ja auch alles mal ein Ende haben und so und jetzt haben wir nochmal gesehen und hat man doch schon die ein oder andere Träne verdrückt. Ja, aber wir müssen es jetzt gehen lassen, unser Baby. Wo habt ihr gedreht? Wie war das, auch wieder zusammenzukommen mit der alten Crew und zu wissen, es war das letzte Mal? Ja, das tut weh. Wir haben ja drei Förderländer, das heißt Bayern, NRW und Thüringen und deshalb haben wir wieder an allen möglichen Orten gedreht, was immer schön ist, weil dann ist das ganze Team, dann kommen die meisten Teammitglieder mit einem mit und man ist immer zusammen im Hotel und es ist so ein Klassenfahrtscharakter hat das und genau, Nordkirchen, da haben wir in so einem riesigen Schloss gedreht, das war glaube ich so das krasseste Motiv bei dem dritten Teil. Und ja, aber hatten ganz viel. Also es geht ja nochmal ordentlich zur Sache im dritten Teil. Ja, Katharina ist fast umgebracht worden. Also sie hat Maria gedoubelt in diesem Rennauto, was wir da in Schottland hatten. Und wir hatten so einen Stuntfahrer und Kathi saß daneben, weil man das hätte man im Vorbeihuschen eh nicht gesehen. Und da gab es schon brenzlige Momente. Der ist einfach wahnsinnig schnell gefahren durch Glasgow, durch die Straßen und in diesem Autos. Ich meine, ihr kennt die, da sitzt man ja quasi auf dem Asphalt und es hat geruckelt und ich habe immer nur geschrien und ich hatte immer das Gefühl, je lauter ich schreie, desto schneller fährt der. Ja, das war besonders schlimm jetzt für mich im dritten Teil. Ansonsten geht natürlich immer was schief zwischendurch. Man findet das dann als Regisseur in dem Moment immer so gar nicht lustig. Im Nachhinein dann vielleicht schon, es gibt diese eine lustige Szene mit Laura und Maria, das war die letzte Szene, die wir in Schottland gedreht haben, weißt du noch? Da saßen sie auf dem einen Felsen und sollten so tragisch darüber reden, was jetzt alles passiert, weil ja Gideon da gefangen ist er ist tot und sie müssen jetzt wissen, wie weiter. Und die beiden haben nur gekichert die ganze Zeit, ich weiß nicht, was sie sich für Witze erzählt haben. Und Felix hat immer dazwischen gerufen, Gideon ist tot, Gideon ist tot. Je lauter er es gerufen hat, desto mehr mussten die beiden lachen. Es war dann, ja. Ansonsten so viel schiefgegangen ist nicht, was aber auch ein bisschen daran lag, dass wir bei dieser Klippenszene, wo Gwendolyn nah an der Klippe und Wasserfall und Drama, da hatten wir sie angebunden. Also man sieht es hinterher nicht, es ist rausretuschiert, aber wir haben sie wirklich an die Leine gelegt und die Erfahrungen damit waren gut. Wir würden jetzt, wenn wir nochmal Rubinrot drehen würden, vielleicht auch vieles anders machen. Anleihen. Jetzt kommen die Spiele. Und du kennst uns ja, langweilige Interviews und so. Wollen wir nicht. Und deswegen haben wir wieder was vorbereitet. Du freust dich? Ich freue mich. Hast du schon Angst? Nö, ich vertraue dir da. Bisher war eigentlich immer alles ganz fetzig. Ich kann ja auch sagen, du hast ja das Glück wieder selber in der Hand, weil du wieder was ziehen darfst, das Schöne. Okay. Deine Challenge. Das ist auch professionell hier, ne? Hallo, das war ist die gleiche Dose wie vom letzten Mal. Ich weiß. So, da jetzt hier irgendwas. Vielleicht auch wieder Kaugummis. Hättest du nochmal Bock auf Kaugummis? Na klar. Jederzeit. Rubinrot. Was könnte das sein? Das ist dann jetzt ein rubinrotes Kaugummi oder ich soll beschreiben, was da passiert ist, oder ich muss was zitieren. Auf oder zu steht hier. Was könnte das sein? Auf oder zu? Ich habe absolut keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer, nee. Was verbirgt sich wohl hinter den einzelnen Begriffen?
Es bleibt spannend, denn ihr habt es in der Hand, welches Video wir als nächstes zeigen. Postet einfach den Namen eures Favoriten in die Kommentare. Das Video mit den meisten Stimmen gewinnt und wird kommende Woche am Donnerstag um 16 Uhr gezeigt. Aber bevor ihr euren Favoriten in die Kommentare schreibt, erstmal schön dranbleiben, denn hier das Video geht noch weiter. Rückblickend, was würdest du sagen, welcher Teil ist dein Lieblingsteil? Mein Lieblingsteil ist, jetzt im Moment denke ich immer gerade so der dritte, weil das, wie gesagt, da geht es um so viel und es kann nur um so viel gehen, weil es diese ersten zwei Teile gibt, aber ich mag eigentlich alle, weil die so, alle, jeder hat so einen unterschiedlichen Charakter, es ist eine Geschichte, aber Rubinrot ist so Coming of Age und noch sehr leicht eigentlich und die beiden necken sich und so, dann Saphirblau wird schon etwas ernster und es geht dann wirklich um die Liebe und die Probleme, die es da gibt und die Vertrauensfrage und im dritten Teil wird die Vertrauensfrage weitergeführt und es geht aber wirklich nochmal so um alles und es passieren auch ganz schlimme Sachen. Ich würde sagen, der letzte, jetzt Smaragdgrün, glaube ich, da haben wir wirklich so, der macht richtig Spaß im Kino. Warum? Es geht auf eine Show dann zu, alles wird noch dramatischer, wir haben uns Mühe gegeben, wir sind nach Schottland gefahren und das sieht man auf der Leinwand. Ich finde, jeder Teil hat echt sein Besonderes und ich finde, die bauen alle aufeinander auf, aber ja, es ist schon mein Lieblingsteil, weil der einfach echt toll geworden ist. Also das ist bei allem nochmal irgendwie mehr, die Bilder, die Musik, also vom Schauspiel her ist halt nochmal eine tiefere Geschichte und alles schließt sich und das ist toll, das ist schon schön. Ich würde sagen, der dritte. Doch, da geht es am meisten ab, da gibt es super viel Action noch und es ist ein sehr schöner Abschluss. Welches Kostüm ist denn dein Liebster? Also ich mag eigentlich ehrlich gesagt die richtig entspannten, einfach gar nicht die so toll aussehen. Ich mochte den Schlafanzug aus dem ersten Teil. Die Schuluniform zum einen, weil sie mich so lange begleitet hat und Charlotte so sehr ausgezeichnet hat auch. Und dann natürlich dieses mega coole grüne Elfenkleid. Das ist schon der Hammer, da haben sich unsere Kostümleute echt selbst übertroffen. Also es hätte schon jetzt noch weitergehen können. Also man hat auch dieses Gefühl, es könnte irgendwie immer noch ein Teil und noch ein Teil kommen. Es ist auch immer wieder schön bei der Premiere alle wiederzusehen, alle Kollegen, alle Freunde und könnte schon noch weitergehen. Es ist ja immer so, ein ganzes Team ist ja immer so eine Familie auf Zeit und wir wussten, diesmal ist der letzte Teil und deswegen standen wir uns alle, glaube ich, noch mal ein Stück näher und haben die Zeit, die Drehzeit noch ein bisschen mehr genossen, so als sonst. Liebe Fans und liebe Faninnen, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Film Smaragdgrün anguckt. Der ist ab 7.7. im Kino und ich glaube, es lohnt sich und wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und es war auch echt, wir haben im Regen gestanden und es war kalt und wir hatten nichts zu essen und wir haben es alles nur getan, um diesen Film zu machen. Und deshalb, alles für euch. Alles für euch und deshalb würden wir uns total freuen, wenn ihr euch den anschaut und uns dann schreibt, wie ihr ihn findet. Ja, das war's dann auch schon von uns für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns dafür einen Daumen nach oben gebt. Und nicht vergessen, schön fleißig in die Kommentare schreiben, welchen Star ihr nächste Woche sehen wollt. Ne? Ihr könnt ja weiterhin fleißig voten, also nicht vergessen. Und andere Videos von uns, die findet ihr wie immer hier unten. Und nächste Woche Donnerstag zeigen wir dann euren Favoriten.